Hallo und herzlich willkommen zurück zu Paper Mario, Legende vom Millionentor. Wir sind immer noch hier in der Umkleide und wollen mal sehen, wie es weitergeht. Gehen direkt zum nächsten Kampf. Hallo Bomber, du möchtest dich also zum Kampf anmelden? Also gut, dein nächster Gegner ist gegenwärtig auf Rang 18. Du kämpfst gegen die Panzerkämpfer. Für den Kampf solltest du mindestens eine Sternattacke nutzen. Echte Dramatik braucht Höhen und Tiefen. Bring uns also ein Highlight. Zeig ihm einen guten Kampf. Oh, sieht aus, als hätten wir die Ehre, gegeneinander zu kämpfen. Bomber, dein Kampf beginnt. Folge mir. So, also wir müssen jetzt gegen Koopas kämpfen und müssen eine Sternattacke einsetzen. Die Gegner im folgenden Kampf sind der Krawallklempner Bomber Luigi und die Undurchdringlichen, die Panzerkämpfer. Wir schaffen das. Also los, Bomber. Wir sind zwar in derselben Garderobe, aber erwarte keine Gnade im Kampf. Let's fight! Okay, wir müssen unsere Sternattacke aufladen. Deswegen werden wir erstmal so normal angreifen. Oh, cool. Reicht gerade noch nicht ganz. Deswegen machen wir einmal Multisprung. So haben wir Schaden vermieden, auch wenn es nicht notwendig gewesen wäre. Bringen wir es jetzt mit einer Sternattacke zu Ende. Maxi-Beben. Zwei. Drei. Vier. Ah, ja, es reicht trotzdem. Auch Koopas bringen uns keine Erfahrungspunkte mehr. Und der Gewinner ist Bomba Luigi. Gewonnen. Bitte, bitte, deine Gage. Vier Münzen erhalten. Wir bekommen mit jedem Rang, den wir aufsteigen, eine Münze mehr. Das heißt, wir können so im Endeffekt, wenn man es hochrechnet, einiges an Geld scheffeln. Ich lasse dich jetzt allein. Also, man sieht sich. Kämpfst nicht schlecht. Und diesmal hast du uns sogar geschlagen. Aber das nächste Mal werden wir dich besiegen. Ich glaube nicht, ne? Heilen uns kurz mal. Ich finde es toll, wie Mario ins Bett steigt. So, wir gehen mal raus und gucken uns um. Wollen wir uns einfach in den nächsten Kampf stürzen? Ah, guck mal an. Ich spreche mal kurz mit ihm. Hahaha, ganz schön hart, so beliebt zu sein. Wenn ich ein bisschen an, dann schaffst du es leicht auch. So, und jetzt, Moment. Nein, ich möchte die Emulator nicht stoppen. Aus Versehen auf Escape gedrückt. Wenn tatsächlich alle Fans von ihm wegbringen, wenn wir alle praktisch zerstören, wegfliegen lassen, dann der sauer auf uns.
Man merkt schon, wie der Lärm weniger wird. Lauter Lakitos und Toads. Er sagt immer noch ganz schön hart so beliebt zu sein. Aber, und jetzt? Nur weil du nicht so beliebt bist, musst du deinen Ärger nicht an meine Fans auslassen. Ja, ich finde das lustig. So, wieder Kupio nach vorne. Die Luft ist ganz schön dünn hier oben. Deshalb ist Mama bestimmt so gereizt. So, an den kommen wir nicht dran, an die Insignia-Sonne. Hier sehen wir diese drei Schwestern. Wir drei Mädels bereisen die ganze Welt und wir lieben den Kampfsport. Aber die Kämpfe der zweiten Liga sind ziemlich langweilig. Die erste Liga ist viel spannender. Da gibt es richtig tolle Kämpfer. Ah, hier sehen wir Hotelgutschein. So. Ein Treppe für uns. Eine Truhe. Kraft plus P. Sind wir hier oben, aber das brauchen wir noch nicht. So, kurz schauen, was der Itemshop hier hat. Beben und Donnerblitz sind ganz interessant, vor allem weil Donnerblitz hier sehr günstig ist. Telefonzelle. So, schauen wir doch hier rein, dann machen wir auch schon weiter. Hier ist der komische Typ. Ich habe es auf die kleine Mademoiselle da abgesehen, aber sie ist da abweisend. Ich muss unbedingt die Erz gewinnen. Ich glaube auf Comprina reagiert er. Ja? Ah, doch nicht. Der blöde Babys, was macht ihr denn in Falkenheim? Verfolgt er uns etwa? Mario, sag mir sofort, dass das nicht wahr ist. Okay, diesmal wohl nicht. Aurelius, der Champion. Dein Clan ist nicht echt. Er ist bereits der zweite Champion dieser Arena. Der erste Champion, Dark Toadster, der war wirklich brillant. Aber eines Tages war er plötzlich verschwunden. Immer noch viele Fans hat die auf seine Rückkehr hoffen. Und das zweite Mal, dass wir von diesem Dark Toadster hören. Lass uns mal weiterkämpfen. Denn je nachdem, welche Position wir einnehmen, werden bestimmte Sachen ausgelöst. Ich finde, als ich erstmal gespielt habe, fand ich die Wendung und den Weg dahin ziemlich spannend, aber ich will jetzt nicht vorausgreifen. Deswegen beeilen wir uns einfach mit den Kämpfen. Kampf. Hallo Bomber, du möchtest dich also zum Kampf anmelden? Also gut, der nächste Gegner. Gegenwärtig auf Rang 17. Du kämpfst gegen das Poké-Trio. Folgenden Kampf solltest du keine Items benutzen. Echter Kämpfer verlässt sich nicht auf irgendwelche Hilfsmittel, okay? Zeig mir einen guten Kampf. So, hierfür werden wir kurz mal bei den Orden umstellen. Zwar nehmen wir mal den Powersprung raus und machen einfach Erdbeben rein. So. Denn die Pokés sind diese komischen Stachelkakteen, sag ich mal. Unser Kampf beginnt. Die können wir nicht bespringen, aber ich würde sie gerne alle auf einmal zerstören. Die Gegner im folgenden Kampf sind der Krawallklempner Bomber Luigi und
Die Gestachelten, das Poké-Trio. Stuhl? Wir werden siegen, Mario. Wenn du uns nur anfasst, wirst du schon ein blaues Wunder erleben. Let's fight! Ich denke, wir lassen dich nicht mal zu einem Angriff kommen, wenn wir es richtig machen. So. Ein Powerpanzer. Man gesehen hat, kann man ihnen auch Teile ihres Körpers wegschlagen. Die benutzen sie als Angriffswaffe. Aber das werdet ihr schon noch sehen, wenn wir gegen die im späteren Verlauf kämpfen müssen. Bitte, deine Gage. Nochmal 4 Münzen. Lass dich jetzt allein, also man sieht sich. Es läuft darauf hinaus, dass wir praktisch im Finalkampf 20 Münzen bekommen. Hey Bomber, da bist du ja wieder. Und, hast du wieder gewonnen? Du siehst topfit aus. Weißt du, du bist mein großes Vorbild. Kommst du wohl her? Ah, ich glaube, es war tot, aber. Du weißt genau, dass ich dir verboten habe, da reinzugehen. Also hör auf damit. Du solltest langsam lernen, Regeln zu befolgen. Und du solltest aufhören, mir ständig nachzulaufen. Das finde ich so widerlich. Wenn du nicht machst, was ich dir sage, fliegst du raus. Kapiert? Schon wieder, Samum. Hehe, tut mir leid, dass ich diese Szene weit mitgebracht habe, Marono. Mach dir nichts draus. Die spielt sich immer so auf. Ich mag sie irgendwie nicht. Aber warum rennst du ihr auch dauernd nach? Bist du etwa verknallt? Blödsinn. Aber was auch immer. Ich gehe da mal wieder. Ja, also es läuft darauf hinaus, dass wir am Ende 20 Münzen bekommen. Also am Anfang ist es kaum der Rede wert. Aber, es addiert sich halt. Und zum Schluss sind wir münztechnisch ganz gut da. Hallo Bomber, du möchtest dich also zum Kampf anmelden? Also gut, dein nächster Gegner ist gegenwärtig auf Rang 16, du kämpfst gegen die Knochenwerfer. Im folgenden Kampf solltest du da keine BP verbrauchen. Ich möchte sehen, wie du mit einfachen Mitteln im Kampf zurechtkommst. Zeig mir so einen guten Kampf. Ja, er hat diesmal die Items nicht ausgeschlossen. Ich glaube aber, wir haben keine Angriffs-Items dabei. Wäre es auch nicht wert. Deshalb wird der Kampf jetzt ein bisschen länger dauern. Aber es sollte kein Problem sein. Gegner im folgenden Kampf sind der Krawallknäppner Bomber Luigi und die knarzenden Knochen. Die Knochenwerfer. Wir schaffen das. Von dir wird nicht mehr als ein Skelett übrig bleiben. Let's fight! Eine BP. Ja, greifen wir an. Wenigstens bringen die noch einen einen Sternpunkt. So, also die ersten Kämpfe sind noch recht einfach. Wird aber schwerer zum Schluss. Oder in der Mitte. Sag ich, skippe jetzt das einfach, weil es sich wiederholt. 5 Münzen. Ich muss das jedes Mal vorlesen, wenn es immer dasselbe ist. Weil er kommt nach jedem Kampf. Schon wieder gewonnen. Mann, du bist wirklich der Hammer. Du bist der vielversprechendste Kämpfer, den ich jemals gesehen habe. Mach weiter so. Vertrau mir, ich habe einen Blick für so etwas. Aua! Sei ruhig. Mein Bein! Alles okay. Pass hier an. Aua! Hier lang. Halt aus. Mama! Aus dem Weg. Scheint einer so stark verletzt zu sein, dass er ins Krankenhaus gebracht wird. Aber schließlich wird hier gekämpft. Das passiert so etwas häufig. Ja, direkt weiter, würde ich sagen. Muss 3-mal Schaden erleiden.
gibt auch noch andere Auflagen, also. Es ist schon ein bisschen Abwechslung dadurch, dass wir verschiedene Auflagen haben. Aber im Endeffekt verändert es nur unsere Strategie, nicht dass es irgendwie spannend werden würde dadurch. Wir werden siegen, Mario. Gegen unsere Quark-Angriffe hast du nicht die geringste Chance. So, das Wichtigste ist, dass wir diesen Lakitu rausbekommen, weil der immer weiter diese Typen auslösen kann. So, Technik. Nein. Und ganz normal. Wir haben wohl genug Angriff für uns. Zwei. X. Dann würde ich sagen, ich will ihn noch scannen. So, beide haben sich eingeigelt. Scanner. Das ist ein Stachy. Die Stacheln der Stachys verursachen riesigen Schaden. Angriffskraft B3, Angriffskraft 3, Verteidigung 3. Packer, die sich nicht umdrehen, verpuffen Angriffe so gut wie wirkungslos. Also solltest du sie alle so schnell wie möglich umdrehen. Dazu springen nimmst du am besten Powerblocks, wegen der Stacheln. Ja, also keine schlechten Gegner. Powerhauer. Haben wir noch nicht dreimal Schaden bekommen, deswegen werden wir erstmal Show-Einlagen machen. Könnte da schon einen töten, aber ich bin nicht sicher, ob sich dann eine andere einigen, dann dauert es noch länger, deswegen würde ich lieber einmal mehr Schaden. Wie gesagt. Oh nein! Ich trottel. Also nochmal. Ist ja auch nichts Schlechtes, wieder Sternenergie zu bekommen. Jetzt habe ich den Schaden. Jetzt benutze ich einfach Erdbeben. Und der Gewinner ist Bombaluigi. So geht das. Bitte, deine Gage. Wieder 5 Münzen. Ich glaube, jetzt kommt dieser Marono wieder auf uns zu. Ja. Der Hotdog-Stand draußen soll ein neues Angebot haben. Angeblich ein Hotdog mit irgendwelchen seltsamen Eiern von einer südlichen Insel. Ich habe gehört, wenn man eins davon isst, gewinnt man. Probier's doch mal. So, das ist ganz interessant. Denn, wer schon mal Mario gespielt hat, wird sich jetzt, was erinnert fühlen. Ich wusste nicht, was ich sagen soll. Oh nein, ich bin verloren. Mein Ei ist geflohen. Kann es denn nicht jemand wieder einfangen? Also wir. Oh. Splitter. Keine Arme, keine Beine, aber sowas von wendig. Ich kriege es nicht ein.
Ich brauche es unbedingt vor meinem neuen Gericht, das Eierhotdog. Ich habe dieses extra von einer Ferninsel im Süden einfliegen lassen. Ich bin nicht so dumm rum, hilf mir lieber. Oh, ich weiß aber nicht wie. Jetzt mal einfach verfolgen. Ich glaube, wenn wir es lange genug verfolgen, dann, wird es irgendwann sich auf den Hotdog-Stand drauf verziehen. Aber wenn er nicht im Weg stehen würde, beide. Oh, Typ, du bist im Weg. Ah. Oh nein, ich muss wohl erst fliegen lernen, um ein Ei da wieder runterzubekommen. Stehst du da rum? Überleg dir lieber, wie man das Ei kriegen könnte. Wie man mein Ei kriegen könnte. So, schläft da oben. Wir haben schon rausgefunden, wie man da hochkommt. Also gehen wir hier die Treppe hoch, machen wieder unsere Fluganlage. Das war zu schlecht. Also nochmal. Also wie man sieht, ist es wohl ein Yoshi-Ei. Nein, der hat noch genug Kraft. Oh, scheiß Vorführeffekt. Also nochmal. Jetzt. Was? Du möchtest, dass wir dir helfen? Was meinst du, Mario? Natürlich. Wenn du meinst, Mario, lassen wir das arme Ding eben einfach in Ruhe. Nur, was wird der Verkäufer dazu sagen? Schon gut. Wenn er rumhüpft, das Ei mag ohnehin niemand essen. Du bist frei, Kleiner. Auf Wiedersehen. Was? Was ist denn mit dir los? Du willst uns begleiten? Tatsächlich, das Ei meint es ernst. Was meinst du, Mario? Kann mitkommen. Da freust du dich, Kleiner, oder? Aber stör uns nur nicht. So, und jetzt erfolgt uns das Ei. Oh, eine Mail bekommen. So, ich glaub mal RAD. Ja. Holingen heute, unglaublich. Toadsworth 60, der geschätzte Dauergast im Toadhaus, zeigt gesteigertes Interesse an Wrestle T. Bekannte der verwöhnten Köchin sorgen sich, diese würde sich belästigt fühlen, davon aber keine Spur. Toads wie er sind mir gar nicht mal einmal unsympathisch, so die Aussage der Küchenfee. RAD bleibt am Ball und berichtet weiter. Shopping-Detektiv. Sehr interessant ist der Shop von Bubowitz im großen Baum. Firmenpolitik des gebietenden Inhabers. Reichtum und Frauen werden leicht untreu. Man darf sich deshalb nur nicht verkrampfen. Irgendwie verständlich, dass der Laden nicht wirklich gut läuft. Hierzu der eigenwillige Geschäftsbubu. Der Laden liegt zwar etwas abseits, aber ein Besuch lohnt sich. Als Service für Ratleser verteilt Bubowitz in den nächsten 15 Minuten bei jedem Einkauf die doppelte Menge Rabattpunkte. Rezept-Ecke. Heute steht Pfeffersuppe auf dem Menü. Einfach eine Feuerblume auf kleiner Flamme kochen. Fertig. Reich an KP und BP auch als Zwischenmahlzeit immer wieder gern gegessen. Schluss RAD nützlich aktuell. Freue dich auf die nächste Ausgabe. Ausgeber, Redaktion, Förderverein Rohlingen. So. Würde ich sagen, weiterkämpfen. Direkt wieder in den ersten Raum rein. Kampf. Ah, bla bla bla. Rang 14, Banditenbande.
Kann sogar noch schlafen gehen, bevor der Typ kommt, wenn man sich beeilt. Da kommt er. So, jetzt sind wir geheilt und können gegen diese Banditen antreten. Da bist, ich glaube, was mit Showanlagen gelesen. Ich weiß aber nicht, ob ein oder drei. Kann beides sein. Gegner im folgenden Kampf sind der Krawallklempner Bomber Luigi und die flinken Vollstrecker, die Banditenbande. Wir werden siegen, Mario. Hehe, in unserem Tempo könnt ihr niemals Schritt halten. Let's fight! Eine Showanlage. Das macht direkt Mario, weil Coupillon besser angreifen kann, wenn er auf alle drei zielt. Wir haben einen guten Angriff eigentlich. So, Action Gewand 3 mal hinbekommen. Multisprung. Und Power Panzer. Die stehlen uns tatsächlich Items, während die Roten uns nur Münzen stehlen. Ah, sogar 10 Sternpunkte für uns. Und der Gewinner ist Bomber Luigi. Geschafft, Mario. Bitte deine Gage. Das lässt mich jetzt alleine. Jetzt kommt wieder Marono. Übrigens, in der Bar draußen trifft man gelegentlich diese wunderschöne Frau. Würde ich ja gerne näher kennenlernen. Solltest unbedingt mal rübergehen und sie dir anschauen. War ich schon. Aber wenn er uns das sagt, er weist uns oft auf solche Sachen hin. Normalerweise sollte man den Ratschlägen von Marono wirklich nachgehen, weil er auf storyrelevante Sachen hinweist. Wie es hier ist, weiß ich nicht. Ich glaube, das ist die einzige Aussage von ihm, die uns nicht hilft. Aber sie sagt was anderes zumindest. Der plötzlich verschollene Champion Dark Toadster. Der war wirklich ein brillanter Kämpfer. Ich habe immer noch viele Fans über den Rückkehr hoffen. Natürlich auch. Was gäbe ich dafür, diese makellosen Kämpfe zu sehen? Ja, der Inhalt ist dasselbe. Wieder für den Kampf anmelden. Ich glaube, wir haben eben gegen die Banditen gekämpft. Ja, was in Showanlage, glaube ich. So, einmal noch schlafen, weil wir eben viel Schaden bekommen haben. Verhältnismäßig. Bomber dein Kampf. Unser Ei wartet wieder. Die Gegner im folgenden Kampf. Der Krawallklempner Bomber Luigi und die lebensgefährlichen Piranhas und Co. Wir werden siegen, Mario. Dir werden wir zeigen, wie es geht. Dir werden wir es zeigen. Warte mal. Du bist abgewöhnt, vorschnell zu lesen. Eine Showeinlage. Machen wir es uns ganz, ganz einfach. Und Maxi beben. Eins,
2. Hier. Ah, ich hab's jetzt schon gedrückt. Fuck. Hat den schweren Part eigentlich schon durch. Naja. Und das reicht sogar für ein Level Up. Wir nehmen Ordenspunkte diesmal. Und der Gewinner ist Bomba Luigi. Gewonnen.